jetzt das Treffen ungarn-deutscher Musikanten mit alten Instrumenten stattgefunden und von den 5 hat unser Bildschirm 4 Veranstaltungen besucht. In unserem Beitrag zeigen wir Ihnen zunächst die Anfänge, das erste Treffen in Waschlut und dann, wie die Vorhaben dieses Jahr schon zum 5. Mal realisiert wurden. Die Musikanten verbrachten 2 Tage in Waschgut. Das Treffen haben die Bácskaer Gemeinde und der Landesrat ungarn-deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen gemeinsam organisiert. Knopfharmonika zu spielen ist eine seltene Kunst geworden in Ungarn. Wenn Jugendliche sich für das Akkordeon interessieren, dann nur für die Tangoharmonika, aus dem einfachen Grund, weil sowohl Instrumente als auch Lehrer für den Knopfharmonikaunterricht fehlen. In Waschlut trafen sich Menschen, deren ganzes Leben sich um Musik gedreht hat und die auch im Rentneralter noch gern zum Instrument greifen. Manche spielen nach Noten, manche ohne, manche in Dur, manche in Moll. Aber an diesem Tag war alles erlaubt und die Freude am Spielen stand den Musikanten ins Gesicht geschrieben. Zwar waren die Musiker aus dem ganzen Land gekommen, unter anderem aus Komlau, Boschok, Herend oder Somor, doch gab es Stücke, die alle beherrschten. So stand einem gemeinsamen Auftritt fast nichts mehr im Wege. Fast, muss man sagen, denn so wertvoll alte Instrumente sind, ist es doch nicht leicht, sie aufeinander abzustimmen. Aber auch dieses Problem wurde schnell gelöst. Es bildeten sich kleine Gruppen, wo eben die Tonarten übereinstimmten und schon konnte das fröhliche Musizieren gestartet werden. Von früh bis spät ertönten aus dem Iglauer Park die bekannten Melodien, keiner wollte sein Instrument mehr ablegen. Diese Treffen sind sehr, sehr wichtig, weil da kennen die Leute die Musiker einander kennenlernen und Erfahrungsaustausch. Also für sowas sind diese Festivals, diese Treffen sehr, sehr wichtig. Jetzt auch, da haben wir die alten Instrumente hervorgezogen. Und ich habe nicht gedacht, dass es noch so viel E-Harmonika, Knopfharmonika im Land gibt. Das habe ich gewusst, dass einige auf Mundharmonika spielen, aber Gottes leider, Zimbal und Zither haben wir heute nicht dabei, obwohl das auch sehr wichtig wäre, weil es gibt wirklich sehr wenig, vielleicht 1 oder 2 noch. So besteht ein Hoffnungsschema, dass die Knopfharmonikas nicht bald ins Museum kommen, wo sie für immer verstummen. Die Hoffnung darauf, dass die alten Instrumente, auf denen schwäbische Musikanten früherer Generationen auch schon gespielt haben, nicht in Vitrine der Museen gelegt werden, besteht immer noch und immer mehr. Das Treffen der schwäbischen Musikanten mit solchen alten Instrumenten findet seit 2003 jeden Sommer statt. Es sind Familienangehörige auch schon dabei. Hier werden gerade die Lieder des gemeinsamen Singens für das Gala-Konzert 2007 in Waschgut in der Bácska geübt. Und auch die instrumentale Musik muss gemeinsam geprobt werden. Die Musikanten kommen aus verschiedenen Teilen des Landes und in den vergangenen 5 Jahren haben sie einander zwar kennengelernt, aber in dieser Zusammensetzung treten sie nur jährlich einmal auf. Das hier ist die Gruppe, deren Knopfharmonika eine C- und F-Tonart hat. Und Land weiß ich nichts, habe ich niemand Land. Niemand. Als Kind hatte ich schon ungefähr 19 Jahre. Dann habe ich die Herren bekommen. Ich bin 75 Jahre alt. Mein Name ist Franz Reichert. Ich komme aus dem Bakunierwald, komme aus Westbrem. Tot war schon, eigentlich genau.
Ich war 8 Jahre alt, als mein Vater sein Instrument mir auf den Schoß setzte. Er sagte, du bist musikbegabt, such dir die Lieder aus. Und so hat es begonnen. Ich bin die Wache Margit, komme von Nimesch, aber jetzt wohne ich schon in Komlo. Ich habe das Clubharmonika-Spielen von meinem Bruder gelernt, damals war ich 10 Jahre alt. Und der bin ich heute hier das erste Mal wieder da. Und das ist ein Alter? Das ist kein neidischer Alter wie ich. Ja? Ich bin alt, ich bin 74 und die ist auch so von der 36er, 35er Jahre. Ich bin Janusz Kubala. Ich bin von Tat gekommen. Ich spiele mit Knopfharmonik ungefähr seit 50 Jahren. Überhaupt die Volksmelodie, die hat einen ganz anderen Ausdruck. Mit so einer Klopfharmonie, wie mit Tangoharmonie oder Schiffklavier. Das sind Thomas Böhm von Mohaj. Die jung waren der erste, wo ich Musik spielen konnte mit Klarinette und Saxophon. Und da habe ich aufgeheiert, 30 Jahre. Ich bin Sota Heilig vom Todvázsony. Ich bin 16 Jahre alt und spiele lieber Akkordeon seit 8 Jahren. Mit dem Kopfharmonika spiele ich nur seit 2 Wochen ungefähr. Ist das so leicht umzusteigen? Nach dem Akkordeon ist es leichter. Ich bin Daniel Tolschoki, ich bin 14 Jahre alt und ich lerne mit Akkordeon seit 6 Jahren und ich spiele im Todvázsonyi Harmonika Trio seit 1 Jahr. Das Treffen ist jedes Jahr in einem anderen Ort. 2007 ist Waschgut der Gastgeber. Waschgut im Südwesten des Komitates Bács Kleinkumanien hat etwa 3700 Einwohner. Bis Ende des Zweiten Weltkrieges war das Dorf zu 90% von Deutschen bewohnt. Heute leben hier Deutsche und Ungarn zusammen. Waschgut ist eine gepflegte Siedlung mit schönen Straßen und Häusern. Im Dorfzentrum steht die Kirche. In dem ehemaligen Schulgebäude hat man eine kleine Gedenkstube eingerichtet. Möbel, Kleidung, Gebrauchsgegenstände der Deutschen sind ausgestellt und auch einiges von den hier später angesiedelten Seglern und Velvidekern. Gesammelt hat das Material Josef Knipf. Er wurde 1957 in Bács Szentgyörgy geboren, war katholischer Pfarrer in mehreren Ortschaften in der Bácska und ist schließlich in den Franziskanerorden eingetreten. Den Nachlass des jung verstorbenen Geistlichen hat Waschgut, wo sein Zwillingsbruder Johann mit Familie lebt, bewahrt und ausgestellt. Johann Knipf und seine Frau Elisabeth nehmen an der deutschen Kulturpflege im Waschgut aktiv teil. Sie tanzen in der Waschguter Ungarndeutschen Tanzgruppe. In Waschgut werden aber nicht nur die Tanztraditionen gepflegt. Die Anton-Kraul-Kapelle sorgt unter anderem für die Bewahrung des schwäbischen Blasmusikerbes. Johann Knipf ist auch Knopfharmonikaspieler und seit dem Anfang Teilnehmer des Treffens der Musiker mit alten Instrumenten. Dieses Jahr sorgten er und seine Frau Elisabeth für die perfekte Organisation. Es war im Waschgut das erste Mal, ja, mir gedenkt. Und dort waren wir noch sehr wenig Leute, so 18 Leute waren wir noch mit Mundharmonika und mit Knopfharmonika. Aber jetzt sind wir alle mehrere Leute und nicht nur ältere Leute, junge Leute kommen auch. Vom ganzen Land kommen die Leute, die Ältere, die Jüngere. Und von den Eltern kannst du das lernen, weil sie kennen nur die alten Melodien, die alten schwäbischen Lieder und alles. Und wenn du ein bisschen nachfragst und schaust, dann kannst du von ihnen halt mitlernen. In den Marmorsaal des Dorfes ist das Publikum zum Konzert geladen. Beim Eingang kann man einige Prachtstücke alter Knopfharmonikas bewundern.
Sie sind alle um die 100 Jahre alt und hochwertig. Es kommen heute in Sonderbussen nicht nur Batschkaier Schwaben, sondern zum Beispiel auch Budaörscher oder Neudimanjuker sind auf die Musikanten neugierig. Bürgermeister Soltan Olszegi spricht nach der Begrüßung auch über die Geschichte der Siedlung. Im Namen der Waschguter heißen er und Elisabeth Poschkoi, die Vorsitzende der örtlichen deutschen Minderheiten-Selbstverwaltung, die Gäste willkommen. Franz Heilig, der Vorsitzende des Landesrates ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen, unterstreicht die Wichtigkeit des Treffens. Bedenkt es, Knopfharmonikaspieler, Mundharmonikaspieler gibt es nicht so oft bei uns. Und wir müssen alles unternehmen, dass wir die Spieltechnik, diese Freude am Musizieren, an diesen alten Instrumenten verewigen. Wir sind ja wirklich in der 24. Stunde und versuchen wir das weitergeben. Der Waschguter Rentnerchor präsentiert die musikalische Begrüßung. Oh,